Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. In der letzten Folge haben wir Mr. Bulgarin getroffen, einen Typ, den Nico aus seiner Vergangenheit kennt. Und wir werden jetzt mal Roman anrufen, um ihm das Ganze mal so ein bisschen zu erläutern. Der hatte von nichts eine Ahnung. Roman, what are you doing? Why are you whispering? Well, I'll be there soon. Okay, was ist jetzt da schon wieder los? Los! Zeig mir einen Wegpunkt. Eine Route natürlich. Ein Wegpunkt ist ja schon da. Dann wollen wir uns mal beeilen. Was hat der denn jetzt schon wieder für ein Problem, ey? Hat auch nur Stress, der Junge. Ohne Spaß, ne? Das ist unglaublich mit ihm. Only Stress. Wenigstens sind wir in Zeitlupe dagegen gefahren. Das ist schön. Aber jetzt, was war noch? Ich versuche mich zu erinnern, aber irgendwie, ich komme nicht drauf, was er jetzt schon wieder hat. Die Wohnung, das kommt erst später mit der Wohnung. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird schon wieder sein. Der hat da eh immer Stress an der Backe. Vielleicht hat er auch gesehen, weiß nicht, wie jemand von einem Käsekuchen abgebissen hat und den Käsekuchen hat er dann irgendwo hingelegt und jetzt ist das Voodoo oder so. Naja. Wir werden es erfahren, denn ich bin ja da. Roman. Einer ist im Kofferraum, ne? Roman, where are you? In here! I'm stuck! Let me out! Shit, man! What are you doing in there? I got scared. People started calling the house and hanging up. You weren't answering your phone. What happened? We've got a big problem. Dimitri was not a man of his word. So we're dead? More or less. Everything was fine before yes, you. Yes. Fine, and now this? Thank you. Thanks a lot. It's Vinny. Не видно. What's done is done. Yes. But there's a bigger problem. What? That guy I owed money to, Bulgarin. Yes, the guy in Europe, who lives by the Adriatic. Yeah, yeah, he's here now. Great. I'm sorry. I've ruined your life. No, don't be like that. We can find a way out of this. Bunch of idiot Russians. I will kill every one of them. No, that's exactly what you won't do. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford? We can lay low and start over. Please. Come on. Let's go back to the apartment. We can pick up our stuff and then get out of here. I'll call Mallory. She might have somewhere we can hide out. Dann kommt es doch schon hin, glaube ich. Dann ziehen wir bald um. Das ist ja auch schön. Damit Mr. Bulgarin es nicht zu spaßen. Listen, me and Nico are in a bit of trouble. Need to get out of Broker a few days. Any of your cousins have a place we could use out in Bohem? I'm gonna shit in your mouth. Oh, you're an angel. Beautiful and kind. I love you. We'll see you there. Maybe things are not so bad. This I did not expect. I was thinking about getting out of the cab business. Last night I had a dream. Really? Yes. You and I had a place of our own. A place where people come to eat and relax. Classy place. None of this fast food diner bullshit. We own a real restaurant. Tavern. It's a place of distinction, you know? I can't see myself settling down. Not now, but in the dream you've met the right woman. She's beautiful, pure like my Mallory. In the dream, Mallory and me are married and everything is perfect. This could be the start of that. Fresh beginning. All I know is we have to get as far from Dimitri and Bulgarin as we can. We will. But I have left something important at the apartment. Something I must show you, cousin. Und da sieht man schon. What is going on? Alles brennt. Holy fuck, it's fucking burning! The whole place! I've got to go in! I've got to get something! Leave it, cousin. This place is gone. They burnt it!
They fucking burned it, Nico! Tja, und nun, was soll ich tun? Ich hab's ja nicht angefackelt, mein Freund. Do you know how long it took me to get a place of my own? You got off the boat and I was here for you! I know you were. I got here and I had nothing! Nobody! I worked my way up from the fucking dirt! Jesus! It's on fire! Fuck! Fahr nach Bohan. Ach, das brennt auch, das ist ja super. Okay. Alles you know how long it took me to get set up here? You don't, because it was easy for you. You had it all from day one. It took me months to get some cash together. Finally I bought a cab, and then another. Then I got the depot. I slept under my desk at that place for over a year. Then I got the apartment. The apartment you thought was so shitty. Well, it doesn't matter. And now it's gone, along with everything else. I said I was sorry. You have a lot to apologize for. Since you got here, I've had my computer smashed. I've been beaten up. I was kidnapped and then shot in the stomach. My apartment got burned down and so did my business. Things have been going so great. Just great since you showed up. You remember that time when we went to the bar back home and found it razed to the ground? Just a pile of rubble. Everything smashed. Except for that one bottle of vodka. Yeah, we sat down and finished it off there and then. Wait, wait, I don't want to talk about back home. We're here in America now. And I should be thinking about my life here. My life, which is ruined. Just drive, shut up, drive. Wenigstens war es nicht langweilig. What's up? No, what do you mean? I haven't been crying since my allergies. Nico's wearing this new cologne. Yeah, trying to impress Michelle or something. They're coming to your cousins, are you there? Thanks. Great. See you in a bit, beautiful. My dream? It was just that. A dream. I can't have the tavern now. I have nothing to buy it with. I have nothing. I told you. You still have Mallory. But I wanted to really have her. I wanted to marry her. You can still do that. I had bought her a ring. That is what I wanted to show you. It was a beautiful ring. It was with you. Now I have nothing. Come on. Roman, pull yourself together. You've been here before. Positive mental attitude. Come on! At least they want me dead and not you. I do not think it will be much difference to them, Nico. One dead Belik will give them a little bit of happiness while they wait for next. I do not care, though. We are in this situation. We must deal with it. Bring on Bohan! Okay. Sind ja schon da, du Nulpe, ey. Aber jetzt geh weg da. Das muss ich hier. Jetzt muss ich hier vorbei, tut mir leid. So. Ich muss ein Stück vorfahren. Here we are, the beginning of our new lives. Again. Ja, aber die Bude sieht geiler aus als die alte. Glaube ich. Ja, geht doch, ist nicht so scheiße. Not so bad. I mean, I don't think we'll be impressing women with our wonderful hot tub, but this looks okay. Yes, great. Come on, what's wrong? What's wrong? What's wrong? Where should I start? All right, I'll start with you. What's wrong with you? 15 minutes ago, you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now, you know everything is shit, and you're going to be killed, and you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot, not an optimist. I was bored of Broker anyway. I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down my home and business. Oh, yeah. Thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? Much. Thank God you're okay. Both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico. I know a bunch of people who might be able to help out. Why don't you come and meet me at the community center later on? I gotta go to work. Bye, Papi. Mwah, mwah. And have a shower. You smell a little, mature. So, I guess we start again. Wieder alles auf Null. Sure. I'm going out.
Na, wobei nicht ganz, denn Nico hat ja immer noch seine Kohle, die er natürlich immer bar bei sich trägt. Das versteht sich ja wohl von selbst. So, ich habe jetzt ein Versteck in Bohan. Ich brauche ein anderes Auto. Zum Glück gibt es da so 3, 2, 4 Autos, die man sich nehmen kann. Nee, das will ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt hier so ein SUV. Nee. Oder doch? Ach komm, scheiß drauf. Fensterscheiben brauchen wir eh nicht. Was soll ich denn mit Fensterscheiben, ne? Genau, hier, der Mann, ne? Böse. Der wollte irgendwelche schlimmen Dinge tun. Zum Glück konnte ich mir noch ganz illegal mein neues Auto klaufen. Na dann, ich bin mal gespannt. Ach, jetzt kommt der auch so ein komischer Dödel. So. Zack, boah, das hat aber gut funktioniert, ey. Gut um die Laterne rum manövriert. Wir treffen uns hier mal mit Mallory. Bin ich mal gespannt. Escuela of the Streets. This is the one, man. We're gonna get a really nice shot of them. It's gonna be beautiful. I mean, you caught them with these moves. No. But we want to make sure that we see them. Okay. Well, we want to see you, just too. Film it, man. Okay, well, just keep looking at me, but stand over there, okay? You mean here? Yes. Very cool. Good. Okay, yeah, go. Beautiful. All right. You ready for this? Yes, I am. Turn this way, please. Turn this Five, way. Five, yeah. Six, looking at seven, me. And eight. Good. Right over here. Let me see you work. This way. Yes, good, okay. Good. Perfect. Cool. So how do I look, man? You look good. Do I look gay? No, not at all. It's a very manly kind of dance. Okay, so here we go then. Yeah. See, it's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real, you know what I'm saying? They gotta understand the struggles. Yeah. Oh, hey, Nico. This is my boyfriend's cousin. The guy I was telling you about, Nico. How's my Roman doing anyway? For a guy who just lost his home and his business, who now has a price on his head, pretty good. I love his optimism. So, Nico... This is Manny. We grew up together. Hey, yeah. What's up, man? Streets, man. All right. This is the guy I told you about who beat up all those thugs in Broca. Yeah, great. Listen, Mallory, would you give us a little space, please? All right. Okay, yeah, great. So, you know, streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs. You know what I'm saying? Okay, and... Yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, right here. Turn around, man, right here. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets of Bohan. Yeah, turn that off. These street wait, criminals are trying to reform their neighborhood. Wait. Hey, please. Hey, hold on a doing? Second. Hey, what? Manny! Sorry. Okay, everyone, that'll be all for today. That was great. Thank you very much. That'll be all for today. Thanks a lot. What are you doing? What are you saying? We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want them to know it was me, man. Fine, just don't point the camera at me when you're doing it. Well, that's my testimony, man. Look, brother, would you help, please? Look, I got money. I got money. In which case, you've got help. Good, all right. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's no good? Just don't even... Okay. All right, okay, well, listen, look. Here's what we're gonna do. We're gonna get all these dealers off the streets, and we're gonna kick their ass, and they're gonna know it was me. We need a car if we're gonna clean these streets. Das ist nämlich so ein Typ, der zeigen will, wie gut er ist und dass er die Straßen säubert, aber natürlich das nur macht für sich selbst und nicht für die Straße. Seine eigene Publicity. Ja, komm, steig ein, ja. Steig hinten ein. Kein Thema. Last I heard, these dealers was up on Grand Boulevard. Let's go to take a look, man. Okay. Suche mit Manny den Dealer auf. Alles klar. Das so, you and Mallory is tight, huh? She and your cousin is together now. I love that girl, man. I love her, man. Your cousin better not be messing with her head. You're gonna propose, right? He's gonna make an honest woman of her, right? I think that's as much of a decision of Mallory's as it is Roman's. I don't know if he's grown up enough to make a good husband. The dealer and his drug wagon are up there. Pull up behind and we wait. I didn't know you and Mallory was that close. Shit, man. Manny's close to everyone who grew up on the streets of South Bohan, man. They're my people, all right? Sure. Ich will die ja nicht einfach unterbrechen, ich versuche die mal ausreden zu lassen. Sitzt der auf einmal vorne? There he be!
We got to follow him to them other leeches, man. They be sucking the damn life out of these streets. Ja, 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 ja. Folge dem Dealer zum Treffpunkt. Lass ihn nicht wissen, dass du ihm folgst. Alles klar. Ich habe aber gar keinen Verfolgometer. Da weiß ich auch gar nicht, wie nah ich ran darf und wie nah nicht. Naja. Ich bleib einfach mal. Abstand. Ah. Zwei Wagenlängen. Ja, Nico, willst du mir jetzt sagen, das sind nicht zwei Wagenlängen oder was? Das sind locker vier. Außerdem schön, dass die Mafia das so handhabt. Ist mir egal. Mafia ist kacke. So, wir müssen aber schön dahinter bleiben. Ich schau mal ein bisschen rückwärts. Das fällt zum Glück überhaupt nicht auf, wenn man rückwärts fährt. Das ist super. Ist total like a ninja. Ja. You know, these streets is mine, man. I can feel them flowing through my veins. You sound like you got something else in your veins. Man, I ain't touched that shit in years. Who you been talking to, man? I'm clean, man. Serene. Fucking serene. Oh, I'm sorry. You ever thought about doing some TV? You might be able to get a series of the back of mine, you know? Nico, Bellic, Street Justice, bro. Not really my scene. Just wait till you see your face in the screen, man. Maybe you change your mind then. Yeah, I always wanted to be a well-known idiot. People say to me, Manny, why you do this? Why you want to clean up the street so bad? What's your passion? Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know me because I help people, man. I'm all love, caring for these streets. Ach ja, wo fährt er denn hin? Da soll ich mal ein bisschen beeilen, der Junge. Wir haben ja hier die sternsten Dachzeiten und wir essen zeitisch. Boah, der hat einen Rowdy. Zum Glück fällt es doch gar nicht auf, dass wir immer schön bremsen und so. Das ist super. Dass wir auch immer schön Abstand halten, das ist total unauffällig. You wasted my gas, stupid. Die Fresse. Schlampe. Mir scheißegal. Das ist doch dein Sprit, nicht meiner. Ja. Yeah. Außerdem hören wir nicht rum, in Amerika ist der Sprit der billig. Ist nicht so wie in Deutschland. Ach, der ist über Rot gefahren oder ist er nicht über Rot gefahren? Ich glaube, der ist über Rot gefahren. Wir tanzen mal ein bisschen den Räder-Tango. Oh, er fährt weiter. Weniger spielen, mehr Konzentration, bitte. Total unauffällig. Genau so, wie es sein muss. Unauffällig at its finest, würde ich mal behaupten hier. Wo fährt denn der Arsch jetzt hin? Achso, jetzt darf ich näher dran. Ich verstehe. Follow him into that warehouse and get rid of the dealers. Ja klar. Schnieke Karre auf jeden Fall. I thought you were going to clean up the streets. Hey, the message is what's important, man. It don't matter who gives it. I, for one, ain't in this shit for the ego trip. You taking my money, aren't you? Be my voice. I'm gonna go back and get Jay. Haust du rein. Na dann. Kann ich hier auch rein? Schade. Kann ich nicht. Das ist ja doof. Wie komme ich denn hier ins Lagerhaus? Hallo? Lagerhaus? Komme ich von hier rein? Auch nicht. Ja, aber ich muss ja von irgendwo reinkommen. Von hier. Also wenn nicht von hier, dann weiß ich aber auch nicht. Ha. Okay. Hey yo, watch where you going, you dipshit. Dipshit. Wie kommt man denn da rein? Manny? Achso, ich muss auf ihn warten, oder was? Okay. Wenn die Straße eine Tür schließt, macht sie irgendwo ein Fenster auf, steigt da ein, okay? Ich habe aber gar kein Fenster gesehen. Achso, da. Okay.
Danke für den Tipp. My man. So, wir nehmen jetzt mal die hier. Ice this fool. Hey y'all, I'm about to fuck this clip. You're dead, friend. 2-3 Leute haben wir hier, die gerne Spaß mit uns haben würden. Das heißt aber nicht, dass sie auch Spaß mit denen haben wollen, ne? Das war ganz klar mal. Da ist einer. Da ist einer. Der ist wieder abgehauen, der kleine Pisser. Ich will auch die ganzen Waffen haben, weil die sind schon nice, ey. Lebt er noch? Ich gebe dir mal den Gnadenstoß, mein Freund. Jetzt mach doch mal hin, kommt doch mal raus da, ihr kleinen Pissnäcken, ey. Was seid ihr für Arschkekse? Ha. Wenn ich jetzt wahrscheinlich hier rausgehe, weißt du, dann gleich down. So, der ist tot. Geht doch. Er ist nicht tot. Was soll ich denn hier mit der Shotty, ey? Ohne Scheiß. Warum haben die denn normale Waffen? Ich möchte keine normale Waffe. Ich möchte doch gerne eine coole Waffe. Wie die hier liegt. Das ist jetzt meine Waffe. Da oben ist... Ach, guck mal, da oben ist noch so ein Stricher, ey. So. Als alter Sniper, kein Thema. So. Verstecken. Ach, halt die Backen. Ist der da hinten? Der ist tot. Oh, das ist schön. Jetzt haben wir noch den hier. So, das heißt, wir können uns hier eigentlich mal ganz gechillt anschleichen. So. Ich denke, das sollte doch erstmal reichen, oder nicht? Achso, was ist das? Auch eine Shotty, aber so eine... Oh, zack. Nehmen wir mit. So, und nun bin ich fertig. Oder nicht? Ach komm. Wir haben ja gerade ein paar Leute gekillt, da kann man sich auch mal durchaus eine Limonade gönnen. Ah, lecker. So, wir sollen die Tür aufschießen. Na, den machen wir doch mit links hier. So. Fertig, mein Freund. The fearsome street warrior stands outside the site of another gangland massacre. That's right. Oh, cut. What? Okay. What? Oh. Could you walk out of there just one more time? We need to get the shot just right. Oh, yeah, that's a good idea. I can put my foot to your face if you like. I don't mind doing that again and again till I get it right. Easy, Nico. Hey, did it look good? Huh? Was it a good mixture of that sadness and resolve? You looked great. Great, yeah, let's do it. Okay, from the top? Yeah, right here. Wait, where are you going? More senseless death and the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Manny Escuela. That's right. Follow me. We'll be prepared. Street life ain't pretty. So ein Lappen. Naja. Wo ist das Auto hin? Das Auto ist weg. Hallo. Aber egal, wir haben ein bisschen Kohle gekriegt. Wir haben jetzt noch... Aua. Einfach aufs Auto zurennen, so sieht's aus. Wir haben Kohle bekommen, wir haben Manny als Kontakt. Ich bin begeistert. Manny ist sowieso der Typ, der, wo man sagen kann, ja, hallo Heidewitzka, aber hier richtig, ne? So, ja, ich brauche aber das Auto, es tut mir ja fast mal mega gar nicht mäßig leid und so. Brucey, was geht bei dir, mein Freund? NB, ich habe Roman auch kontaktiert. Komm schnell her, Alter. Wir brauchen die drei gefährlichsten, besten, bissigsten Motherfucker in ganz Liberty City. Zusammen in einem Raum. Im Ernst, Mann? Okay. Ist der ist Sasasa. Ach, der ist so grün. Ja, nee, ist klar. Machen wir später. Nicht jetzt. Denn jetzt, wenn wir uns mal in unser neues Bett legen und das mal auschecken. Und wenn hier mal einpacken. Wunderschön eingepackt. So. Das steht sogar auch noch drin. Ja, guck mal. Wunderschön, sag ich doch. Nee, nicht anrufen.
Denn wir gehen speichern. Speichern. Hier sind wir gar nicht richtig. Wo muss ich denn hin? Hier? Ja. Na dann. Dann bedanke ich mich auch bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich versuche, die dann mal wieder ein bisschen kürzer zu machen. Bis dahin. Haut rein, Leute.